Was haben NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, Medizin-Nobelpreisträger Thomas Südhoff und die Schauspielerin Sandra Bullock gemeinsam? Sie waren alle Waldorfschüler*innen. 1919 wurde die erste freie Waldorfschule Uhlandshöhe als Bildungseinrichtung für die Arbeiterkinder der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik in Stuttgart gegründet. Daher der Name. Guten Tag bei Werkstatt Zukunft und herzlich willkommen, Professor Dr. Albert Schmelzer in der Oldenburger Waldorfschule. Schön, dass Sie hier sind. Die Waldorfschulen wurden vor 100 Jahren gegründet, um mit diesem Modell einer freien Schule mit besonderer Pädagogik auch einen Beitrag für die Verwirklichung eines freien Bildungswesens im Sinne der sozialen Dreigliederung zu leisten. Was bedeutet Dreigliederung? Ich zitiere Rudolf Steiner: Freiheit ist der Grundimpuls des geistigen Lebens, wo auf die Freiheit der individuellen menschlichen Fähigkeiten gebaut werden muss. Gleichheit ist der Grundimpuls des Staats- und Rechtslebens, wo alles hervorgehen muss aus dem Bewusstsein der Gleichheit der menschlichen Rechte. Brüderlichkeit ist das, was auf dem wirtschaftlichen Lebensgebiet herrschen muss im großen Stile. Wie oft haben Sie das schon gehört in Ihrem Leben? Sie könnten es wahrscheinlich auswendig sagen, Herr Schmelzer. Einige Male, ja. Ich muss es ablesen. Inwiefern eignet sich die Dreigliederung dafür, den drängenden sozialen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden? Diese Fragen stellen wir in Werkstatt Zukunft Professor Dr. Albert Schmelzer, den ich Ihnen jetzt noch vorstelle. Er unterrichtete in der Oberstufe der Mannheimer Waldorfschule die Fächer Französisch, Deutsch, Geschichte, Kunstgeschichte und freie Religion. Seit 1990 ist er Dozent an der Freien Hochschule für Anthroposophische Pädagogik in Mannheim, wo er auch lebt. Er ist Autor mehrerer Bücher wie die Dreigliederungsbewegung von 1919, Schule ist bunt, wer Revolutionen machen will und weiterer. Ja, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, ich habe es gerade versucht zu erklären. Inwiefern eignet sich die Dreigliederung dafür, den drängenden sozialen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden? Ja, ich denke, wir könnten das mal anschauen unter diesen verschiedenen Aspekten. Freiheit für das Kulturleben. Ich glaube, dass gerade im Bildungswesen wir ein großes Problem haben in der Gegenwart. Das ist, dass wir eine ganze Gruppe haben von Kindern, die sozusagen eine Risikogruppe sind, und das Problem des deutschen Bildungswesens liegt ganz stark in der sozialen Selektivität. Damals war es so, die erste Waldorfschule war eine Schule für Arbeiterkinder. Und es war eben so gedacht, dass durch diese Schule, das war ja die gesamte Kontext der Rätebewegung, wirklich ein sozialer Neuanfang gemacht werden sollte, eine Überbrückung der Gegensätze zwischen den sozialen Klassen. Für Emil Molt war es so, dass er den Impuls hatte bei einem Gespräch mit einem Arbeiter in seinem Betrieb. Und Emil Molt war Unternehmer, ne? Emil Molt war Direktor von Waldorf Astoria, einer Zigarettenfabrik mit 1000 Beschäftigten. Er redet im November 1918 mit einem Arbeiter in seinem Betrieb und er erzählt ihm sehr stolz, dass sein Sohn für eine höhere Schule empfohlen wurde, und dann verdüstert sich das Gesicht dieses Arbeiters und er sagt: Aber ich kann das Schulgeld nicht bezahlen. Und Emil Molt hat später geschildert, das war für ihn der Impuls, eine Waldorfschule zu gründen für die Arbeiter und Angestellten von Waldorf Astoria, dass man kein Schulgeld bezahlen musste. Und wir merken, damals an Gymnasien Schulgeld zu bezahlen, heute nicht mehr. Die Verhältnisse haben sich ganz umgekehrt. Und ich denke, dass mir ein großes Anliegen, die Waldorfbewegung muss an diesem Punkt auch wieder stärker an den Gründungsimpuls anknüpfen. Damals ging es um Freiheit im Kulturleben, aber eben auch um Überbrückung der sozialen Gegensätze. Und den Gründungsimpuls von vor 100 Jahren für Waldorf umzusetzen, für die Waldorfpädagogik, würde bedeuten, dass ich eben kein Schulgeld bezahle und dass ich auch mehr junge Menschen in die Schule führe, eben zum Beispiel mit Migrationshintergrund. Das ist auf jeden Fall so. Es ist ja im Moment so, dass die Schülerinnen und Schüler an Waldorfschulen aus Familien stammen, die durchschnittlich situiert sind, bildungsnah sind. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe von Kindern und Jugendlichen, die eigentlich eine Schulbildung bräuchten, wie eine Waldorfschulbildung, die das aber nicht bekommen
und zum Teil durch die Raster des staatlichen Schulsystems hindurchfallen. Wir haben das in Mannheim beobachtet. Unsere Studenten machen immer einmal in der Woche eine sogenannte Sozialarbeit auf den sozialen Brennpunkten, wo viele Migrationskinder und Jugendliche auch sind. Und da war deutlich, es gibt ganz begabte Kinder mit Migrationshintergrund, die im staatlichen Schulsystem gescheitert sind, weil zu früh geprüft wurde, zu früh Noten vergeben wurden. Dann blieben sie sitzen, die Motivation war verloren. Es gab zu wenig künstlerischen, zu wenig handwerklichen Unterricht, wo sie sich hätten auch auszeichnen können, obwohl sie noch nicht die Sprache so konnten. Ich denke, da liegen viele Keime drin. Und wir haben dann versucht, eben eine interkulturelle Waldorfschule in einem sozialen Brennpunkt in Mannheim zu begründen. Und man sieht da, dass Waldorfpädagogik auch in einem solchen Umfeld fruchtbar wirken kann. Was nehmen wir denn mit aus 100 Jahre Dreigliederung seit 1919 im Blick auf heute und auf morgen? Ja, jetzt für das Bildungswesen will ich diesen Impuls, den ich eben erwähnt habe, nennen. Wir nehmen mit sicherlich dieses Bemühen um eine Pluralität im Bildungswesen. Es ist ja so, dass neben der Montessori-Schule, die eine sehr gute Entfaltung gehabt hat, die Waldorfpädagogik mit diesen 245 Schulen in Deutschland, 1150 Schulen weltweit, eine große Entfaltung gehabt hat, die auch weitergeht. Man merkt, es ist eine Pädagogik möglich, die sehr stark auf die Entwicklung des Kindes hinschaut und nicht auf Vorgaben durch Wirtschaft oder Staat. Und da sehe ich große Möglichkeiten drin, weil wir heute in einer Zeit leben, wo man viele Bürgerinitiativen hat, wo man die Überzeugung hat, jeder nimmt sein Schicksal in die eigenen Hände, eine Bürgergesellschaft, und dem entspricht nicht ein Schulsystem, das staatlich reguliert wird. Es gibt wunderbare staatliche Schulen, aber es liegt an den Lehrern und nicht unbedingt an der Kultusbürokratie. Ich würde sagen, für diesen Bereich würde ich das aus der Dreigliederung mitnehmen und da ist noch sehr viel zu entwickeln. Wenn wir von der Bildung auf die Wirtschaft kommen, da ist ja die Dreigliederung komplett gescheitert, oder? Das würde ich überhaupt nicht sagen. Es ist ja so, dass man sich fragen muss, wie kriegen wir dieses assoziative Element in das Große hinein? Aber in kleineren Zusammenhängen existiert es ja durchaus. Wir haben eine solidarische Landwirtschaft. Das ist doch ganz klein, Herr Schmelzer. Also wir haben in Oldenburg, Gott sei Dank, also an den Stadträndern, Gott sei Dank, mittlerweile zwei solidarische Landwirtschaften. Aber das ist doch also wirklich sehr, sehr überschaubar und es nutzen doch nur einige wenige Menschen. Das ist richtig, aber es ist so in vielen Städten und Umgebung von Städten. Ich kenne das von Berlin, wo selbst Städter sozusagen da ihre Bauernhöfe haben, mit denen sie zusammenarbeiten. Und das ist ein kleiner Anfang. Aber die Grundidee ist ja dieser Zusammenschluss, und das haben sie auch bei Fairtrade-Bewegungen zum Beispiel. Wir haben die Auszeichnung von Produkten, ob die fair gehandelt worden sind, wie die produziert worden sind. Das sind ja alles Ideen, die in der Nachfolge sozusagen dieser Grundidee liegen. Wir brauchen ein Bewusstsein für all die Menschen, die in der Wertschöpfungskette tätig waren, und zwar für die Lebenslagen dieser Menschen. Und dieser Grundgedanke wurde damals von der Dreigliederungsidee und der Bewegung entwickelt. Und ich denke, der ist heute in ein viel breiteres Bewusstsein hineingegangen. Was ich auch wichtig finde, das sind die Bankgründungen mit dem Hintergrund einer sozialen Dreigliederung. Ich denke jetzt an die GLS-Bank in Bochum, aber hat ja auch Ableger in anderen Städten, wo eben ein ganz anderer Umgang mit dem Geld stattfindet, wo deutlich ist, das Geld hat große Möglichkeiten, geistige Initiativen auf den Weg zu bringen. Ich kann mein Geld, das ich sparen möchte, dort einzahlen, kann aber auch auf Zinsen verzichten. Und vor allen Dingen kann ich sagen, wofür soll dieses Geld verwendet werden? Und ich denke, das ist sozusagen der richtige Umgang mit dem Geld. Ja, Geld ist ein Rechtsmittel, was uns die Möglichkeit wird, Waren zu erwerben, Kaufgeld. Aber es ist eben auch wichtig, um
Kredite zu geben und Initiativen, Fähigkeiten von Menschen auf den Weg zu bringen. Also dann war Scheitern vielleicht ein zu großes, ein zu negatives Wort von mir eben, aber dann ist die Saat aufgegangen, Keime sind aufgegangen in den 100 Jahren und sprießen eigentlich doch schon sehbar um uns. Ja, ich würde jetzt sagen, ein Teil ist sichtbar sozusagen, ein Teil ist aber so zu verstehen, dass ohne dass jemand die Dreigliederungsidee direkt studiert hat, aber diese Ideale von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, die sind so intensiv, dass sie sich sozusagen in den Herzen weiterentwickelt haben. Die waren in der Französischen Revolution hochaktuell, wurden versucht, in einem Einheitsstaat zu realisieren. Das ist nicht gelungen. Man hat dann immerfort diese Spaltung gehabt, entweder Liberalismus oder Sozialismus. Auch das ist völlig unfruchtbar. Und man merkt heute in der Zivilgesellschaft, wie eigentlich aus dem Untergrund heraus diese gesamten Impulse sehr differenziert auftauchen, ohne dass man sich explizit mit der Dreigliederungsidee befasst hätte. Ich würde dazu sagen, die Impulse haben weitergelebt und es ist auch unfruchtbar, sozusagen das, was 1919 war, 1:1 zu übertragen auf heute. Das ist nicht möglich. Man muss wieder ganz neu in die Gesellschaft hineinschauen und neu schauen, was heute möglich ist und sinnvoll ist. Und da würde ich zum Beispiel so eine Bewegung wie die Matthias Felber stark impulsiert hat, Gemeinwohlökonomie, Zusammenschluss von Unternehmern, die nachhaltig wirtschaften, die sozial mit ihren Mitarbeitern umgehen, würde ich genau in diesen ganzen Zusammenhang mit hereinrechnen. Da gibt es sozusagen viele Bündnispartner, wie es genauso im Bildungswesen viele Bündnispartner von engagierten Pädagoginnen und Pädagogen auch im Bereich für die Waldorfschulen gibt. Weltweit gibt es Waldorfschulen, besonders in Asien haben sie großen Zulauf. Wie kommen denn Menschen gerade dort, aber auch in Afrika oder in Südamerika darauf, eine Schule zu gründen, die vor 100 Jahren in Deutschland gerade für Arbeiterkinder ins Leben gerufen worden ist? Was ist das Besondere? Was schätzen Sie an dieser Pädagogik? Also ich denke, das ganz Entscheidende ist, dass man wirklich auf das Kind hinschaut. Und dass man diese Entwicklung des Kindes im Blick hat und das Kind als ein differenziertes Wesen. Man achtet auf die Leiblichkeit, dass das gesund aufwachsen kann. Man achtet auf das gesamte seelische Element, also dass da Kreativität veranlagt wird, dass Künstlerisches gemacht wird, dass Handwerkliches gemacht wird, dass die verschiedenen Sprachen gelernt werden. Also viele Fähigkeiten werden angelegt. Und dann das geistige Element. Jeder ist besonders. Es gibt keinen zweiten. Jeder hat ein ganz individuelles Ich. Und dieser menschenkundliche Zusammenhang, leiblich, seelisch und geistig, der gilt eben weltweit. Denn man kann sagen, das Leibliche, die Gesundheitsverhältnisse, dass man eine salutogenetische Schule hat. Eine wie bitte? Eine salutogenetische Schule, also eine gesundheitsfördernde Schule, wo man keine Angst haben muss, wo ein Wechsel ist zwischen Anspannung und Entspannung. Das gilt weltweit, ob in Afrika, ob in Asien, ob in Europa. Das Seelische ist immer sehr differenziert. Und da ist die große Aufgabe der Schulbewegung heute auch, bis in die Lehrpläne hinein, eben sozusagen die Fächer auf die verschiedenen Kulturen umzudenken. Ist eigentlich ein Unding, sagen den gleichen Mythologieunterricht zu haben in der vierten Klasse in Europa wie in China zum Beispiel. Auch bei der Buchstabeneinführung muss man natürlich völlig anders vorgeben. Also der ganze Bereich muss völlig neu geschaffen werden. Und im Geistigen die Überzeugung, jedes Kind ist sozusagen die Individualität und auf das habe ich zu achten. Ich darf nie kollektiv erziehen. Und das ist dieser individuelle Zug. Und da gilt eben dieses Wort von Rudolf Steiner, was ich wunderbar finde: Es geht für uns darum, die Kinder in Ehrfurcht zu empfangen, in Liebe zu begleiten und mit einem Enthusiasmus in die Zukunft zu entlassen. Wie überwinden Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit althergebrachte und scheinbar unüberwindliche Grenzen zwischen Staaten und Menschen, um auch eine weltumspannende, solidarische Wirtschaftsweise
zu etablieren? Das ist jetzt eine große Frage. Wir haben es gerade schon von Ihnen gehört, dass die Waldorfschule eben auch in China funktioniert, aber auch in Afrika, aber auf unsere Wirtschaft. Also Globalisierung ist ja doch eine große Herausforderung. Wenn wir jetzt gerade gucken, das Abkommen zwischen Brasilien und der EU mit dem Mercosur steht in Frage, vermeintlich vielleicht aber auch nicht. Also es gibt große Herausforderungen. Auf jeden Fall. Ich denke aber, dass jetzt zunächst mal wir wirklich darauf achten müssen, wenn Sie jetzt ja auf dieses Abkommen anspielen, ich denke, es ist völlig richtig, dass man nicht jede Globalisierung per se mitmacht. Die Kritik am Mercosur-Abkommen ist ja, dass die Regenwälder offensichtlich nicht genügend geschützt sind. Und ich denke, solche Nachhaltigkeitsgesichtspunkte sind von ganz großer Bedeutung. Wir müssen fragen, wem nutzt die Globalisierung? Und da ist es sehr gut zu wissen, ich war in Südamerika, dass es dort Schulen gibt, die zum Teil Schulen sind für Wohlhabende, aber eben auch in Favelas-Schulen sind. Und wir werden, glaube ich, dahin kommen, stärker zusammenzuarbeiten. Und da ist natürlich, es geht weit über die Waldorf-Schulbewegung hinaus, wenn wir das solidarische Element international stark machen. Da kann das geistige Leben, der Austausch von Schulen helfen, aber da muss sehr viel mehr noch dazukommen. Und ich hoffe sehr, dass Politiker immer stärker für diesen Gesichtspunkt des Sozialen, der Gerechtigkeit aufwachen. Ist bei Trump, glaube ich, schwierig vorstellbar. Im Moment haben wir ein Phänomen, diese autoritären Bewegungen, die autoritären Regierenden. Viele Menschen sind verunsichert. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass miteinander gesprochen wird. Ich hatte ja eben angedeutet, wir haben in der Mannheim eine interkulturelle Schule begründet, wo eben Kinder sehr viel unterschiedlicher Weltanschauungen, Religionen, sozialer Schichten zusammen sind, auch die Eltern. Und man merkt, was es ausmacht, wenn eine Verständigung sagen, von Mensch zu Mensch bei Elternabenden, bei gemeinsamen Cafés, bei gemeinsamen Veranstaltungen entsteht. Nehmen wir nur mal das Beispiel des Islam, sagen, das Feindbild für die AfD beispielsweise, für andere Gruppierungen. Wenn Sie da tiefer eintauchen, dann auch die mystischen Bewegungen des Islam betrachten, den Sufismus, und wir haben muslimische Lehrer bei uns an der Schule und mit denen zusammenarbeiten, dann ändert sich das Bild vollständig. Es gibt ganz viele Parallelen, es gibt viele Bezüge. Wir haben eine Krippenfeier neben muslimischen Festen auch, also ein christliches Fest. Da spielen muslimische Kinder gerne mit. Die Maria zum Beispiel spielt im Koran eine ganz wichtige Rolle. Es gibt eine eigene Sure, die 9. Sure, Mariam, da wird sie beschrieben, da wird die Geburt beschrieben. Man muss sozusagen, und das ist, glaube ich, die Aufgabe, tiefer eintauchen in das Andere. Goethe hat einmal gesagt, Toleranz ist Beleidigung. Was wir brauchen, ist ein aktives Interesse. Und das kann ich in der Schule immer wieder erleben. Sie müssen sich mit den Dingen beschäftigen, mit den Menschen beschäftigen, dann öffnen die sich und dann kommt man auf völlig andere Gesprächsebenen. Ich habe noch eine Frage zu den Freunden der Erziehungskunst, die ja auch durch die Waldorfpädagogik 1976, glaube ich, heraus sich kristallisiert haben und die Waldorfpädagogik weltweit einsetzen. Lukas Moll, der die Notfallpädagogik in Karlsruhe koordiniert, war schon mal Gesprächsgast hier bei uns in der Werkstatt Zukunft in einer Sendung mit Jürgen Gresslin zum Thema Frieden. Albert Schmelzer, wie hoch ist das einzuschätzen, dass sich aus der Dreigliederung, die jetzt schon 100 Jahre besteht, die Freunde der Erziehungskunst herausgebildet haben, wenn wir gerade auch noch mal so an diesen globalen Aspekt denken? Ja, ich denke, man kann erleben, es gibt sozusagen überall, ich sag mal, Stützpunkte, wo man sich mit Menschen verständigen kann. Und das wird mir auch bei den internationalen Kongressen immer wieder deutlich. Man hat sprachliche Verständigungsschwierigkeiten, vielleicht in manchen Punkten, aber in den Grundideen, in dem Blick auf das Kind, in den altersmäßigen Entwicklungsstufen, da gibt es sehr viele Gemeinsamkeiten. Und da hilft natürlich das, was immer verbindend ist, und das ist das künstlerische Element.
wir in jetzigen Tagen, und da wurden viele Vorträge gehalten, aber die Südamerikaner haben gesagt, wir wollen aber auch singen. Und dann wurde eben vor den Vorträgen gesungen, hinterher wurde getanzt. Und dass man diese Elemente mit einbeziehen kann und dass sie ihren Platz ganz normal in der Pädagogik haben, in der Kultur haben, hat für mich eine ganz große Bedeutung. Albert Schmelzer, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch in Werkstatt Zukunft. Haben Sie noch ein schönes Schlusswort für uns? Dreigliederung, 100 Jahre, haben Sie noch ein schönes Zitat, was Sie uns mit auf den Weg geben? Ich würde gerne dieses Element des Scheiterns nochmal aufgreifen. Ich denke, wenn man sagt, man scheitert, dann kann man auch sagen, man scheitert momentan. Das Wichtige ist, wenn man an Ideen orientiert ist, dann folgt man diesen Ideen und dann hofft man, dass irgendwann diese Ideen aufgeben. Und das ist auch dieses Wort von Rudolf Steiner, das ich da so im Blick auf diese Dreigliederungsbewegung eigentlich sehr schätze. Er hat einmal gesagt, die Dreigliederungsbewegung ist gescheitert und er meinte, wir sind damals gesamtgesellschaftlich nicht durchgedrungen. Er hat aber auch gesagt, Keime mussten gelegt werden. Und wir haben am Anfang unseres Gesprächs ja etwas beleuchtet, wie Keime, seelische Keime auch mal im Untergrund verschwinden und dann in ganz anderen Kontexten wieder auftauchen können. Albert Schmelzer, ganz herzlichen Dank. Gute Aussichten, Bildung nicht nur nach Nützlichkeitsgesichtspunkten anzuschauen, sondern Bildung als eine Entfaltungsaufgabe zu betrachten, die den werdenden Menschen in den Mittelpunkt rückt. Danke an alle diejenigen, die sich noch eigene Gedanken machen. Machen Sie es gut. Tschüss.